Frau Eberhofer. Sie geben dem Glück aber viele Chancen. Hat sie auch das Lottofieber gepackt? Wir müssen unbedingt den Jackpot knacken. Anders geht's ihm nicht. Ja, gell? 17 Millionen. Bam. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und du, Friendsen? Wer immer, gell? Du, sag einmal, warum kaufst du deinen Tabakurlaub bei uns? Gefällt's dir da so gut? Ja, mei, ihr seid das einzige Tabakgeschäft im Umkreis von 17 Kilometern. Sonst noch was? Tragt man das heute so? Absolut, Alter. So, Frau Eberhofer, das macht dann 503,50 Euro, bitte. Hab schon abgezählt. Da, 1, 2, 3, 4, 5. Oma, ist alles okay? Was war das? Da hat jemand auf euren Laden geschossen. Geh, Alter. Das war Wind an der Steinschlag. So weit die durchrasen. Weil die Wahnsinnigen. Sag mal, willst du mich verarschen? Wer, ich? Die? Warum denn? Ich weiß ganz genau, wie sich ein Schuss anhört. Und das war einer. Glaub ich nicht. Sag mal, bist du so blöd oder tust du nur so? Ja, ist so blöd. Schau dir doch einmal an. Nicht einmal die Hauptschule hat er geschafft. Ist gut, Mama. Servus, Rudi. Überraschung. Dich will ich nie wieder sehen. Bist du sicher, dass das dein Freund ist? Ja, der meint das nicht so. Eberhofer, spinnst du? Du wächst den Nachbarn auf. Du, ich muss den Lotto Otto bei dir verstecken. Lotto Otto? Was ist das für ein Name? Nur Otto war auch okay. Und wieso hat er nur einen Handschuh? Du hast doch das Gästezimmer. Du hast in meinem Leben nichts mehr verloren. Okay, weiter, Rudi. Wir sind doch das Dreamteam. Es gibt kein Wir mehr, Eberhofer. Jetzt komm, Rudi. Die Wohnung ist frisch gereinigt. Otto, Schuhe aus dem. Die Wohnung ist spirituell gereinigt. Wer sind Sie? Lieber Franz, warum hast du eigentlich etwas gegen körperlich versehrte Hunde? Fühlst du dich tief in dir auch versehrt, aber willst das nicht zulassen? Liebe unbekannte Frau in Rudis Wohnung, danke der Nachfrage. Ich fühle mich innerlich und äußerlich unbeschadet. Aber er da, er hat vor ein paar Tagen einen halben Finger und jetzt gerade seine Mama verloren. Seine Mama? Verloren? Das ist ja furchtbar. Ja, Mama tot, die Wohnung ist auch noch abgebrannt. Deswegen ist er jetzt auch gerade nicht so die Stimmungskanone. Geh, Otto! Da-da-da-da! Das ist ein Geschenk für dich. Der heißt Hinkelotter. Hinkelotter ist ein saublöder Name für einen Hund. Dein bester Freund schenkt dir einen süßen, dreibeinigen Hund. Und du zeigst nicht einmal ein kleines Witzelchen Dankbarkeit. Danke, Rudi. Kannst den Bitchen wieder mitnehmen. Oma, ein vernunftbegabter Mensch spielt kein Lotto. Ein vernunftbegabter Mensch fährt auch kein Loch in seine Hauswand. Ich wollte die Schieberaupen nur umparken. Also, soweit ich weiß, waren sie stark alkoholisiert. Ich glaub, dir brennt der Hut. Da hat jemand auf euren Laden geschossen. Glaub ich nicht. Sag mal, bist du so blöd oder tust du nur so? Ja, ist so blöd. Schau denn doch einmal an. Mama! Wenn deine Mama nicht ganz so adipös, also fettleibig, also wenn sie noch ein bisschen mobiler gewesen wäre, dann hätte sie es vielleicht sogar noch rausgeschafft. Eberhofer, lieber Franz. Wer sind Sie? Hast schon eine Zipfel? Den Hering mariniert, den Kasperl in die Schlucht hopfen lassen. Deiner Familie droht die Verelendung und du denkst ans Essen? Rudi, totes Tier. Leberkäse wird hauptsächlich aus Fett, Knorpeln und Zähnen gemacht. Das wird man sonst wegschmeißen. Dein sauberes Früchtchen hat mein Auto geklaut. Was hast du denn? Panuschle Stieschi. Ah, da will wohl einer nur das verstehen, was er verstehen will. Ich bin EU-Bürger. Ist was? Nein, nein. Nachricht an Franz. Ich leite die Ermittlungen. Rede mit mir, du Arschloch. Willst du das wirklich senden? Ah! Hör ab, du Sau! Du hast was mit der Nicole gehabt. Was? Sprechen Sie doch von sich. Ich habe das Gefühl, dass... Der Leopold meint, er hat im Lotto gewonnen. Und wo ist er dann? Der Schein? Weg! Servus. Flötzinger, schaust du scheiße aus. Flötzinger, du hast da.
der Wohnix-Check. Sanitär-Imperium und der Flötztower. Flötztower? Ja sicher, 17 Stock. XXL. Ich nehm das quer von Opa und mach ein End. Ja, das machst du nicht, wenigstens in Ruhe. Und wer kümmert sich um mich? Ich bin auch ein Opfer. Wo bleibt der Tinsifix? Kann man sie nicht einmal in Ruhe umbringen? Susi, du bist so schön, wenn du nichts sagst.